So, das ist jetzt mal Stand Schuhleistenmodellierung. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit investiert, die Flächen möglichst eben zu bekommen, also Beulen rauszunehmen. Was ganz wichtig ist, dass wir auf Knoten verzichten, die wir nicht unbedingt zur Modellierung brauchen. Das heißt, jetzt mal in dem Beispiel habe ich hier Rippen, die 7 Knoten haben. Hier vorne habe ich eine Rippe, die hat nur 2 Knoten. Wenn ich diese Rippen habe, dann kann ich dort raus erstmal Kurven erzeugen. Wie das gemacht wird, zeige ich dann nochmal einzeln. Die sehen dann so aus. Die sind also schon mal irgendwie sinnvoll gekrümmt mit dem Algorithmus, den ich vor einer Woche entwickelt habe. Und jetzt geht es einfach weiter, dass wir jetzt hergeht und sagt, man nimmt jetzt diese Objekte und erzeugt dort raus eine Fläche Ribs to Face und dann entsteht sowas und dieses Objekt, was wir jetzt haben, das ist jetzt wirklich schön ausgeglichen. Das sind keine schrecklichen Falten oder sowas mehr drin. Und dieses Objekt hat jetzt auch die Eigenschaft, dass ich jetzt die Rippen auch schön ändern kann. Ich zeige mal noch was anderes, nämlich wenn ich jetzt hier die Rippen hier alle hernehme, dann kann ich mir hier mal das Gitter anzeigen lassen. Das sind also jetzt die Punkte, die verändert werden können. Und ich könnte jetzt auch hier gehen und könnte sagen, ich möchte jetzt hier drin eine Rippe, die hier den Sketch mal nehmen und möchte diesen Sketch mal verschieben. Dann geht das ganze Modell mit und ich kann diesen Sketch also jetzt auch hernehmen und könnte den drehen. Und da geht das ganze Modell insgesamt mit. Das funktioniert. Wie komme ich zu den einzelnen Rippen? Zeige ich mal hier drüben. Also die Idee ist am Anfang immer ein Sketch. Den Sketch, den lege ich mal so an. Und dann habe ich jetzt den Algorithmus MinA, MyMinA, den nenne ich mal. Wenn ich den drauf anlege, wird hier eine Kurve umgesetzt. Ich kann hier auch den Anfangswinkel, wie der rausstartet, hier noch ändern. Kann also waagrecht rausgehen oder senkrecht. Und auf der anderen Seite geht es genauso gut. Und wenn ich den Sketch ändere, dann geht die Kurve in sinnvollen Weise mit. Wenn ich jetzt mehr brauche, dann würde ich hier einfach was rausnehmen und hier drin ein neues Stück einsetzen, so wie ich das halt gerade brauche, wie der Fuß gerade ist. Also auf die Weise ist die Freiformkurve leicht editierbar. Sieht jetzt so aus. Und hier in dem Fall ist es jetzt so, wenn ich das habe, könnte ich jetzt hergehen, könnte suchen. Die Rippe, die wir jetzt gerade gemacht haben, davon erzeuge ich mir eine Kopie. Diese Kopie, den Sketch, ändere ich mal das Placement. Also ich setze erstmal alle Winkel wieder zurück. Das habe ich ja vorhin. Hoppla. Wild gedreht, dann haben wir das erstmal und dann kann ich das ganze Objekt auch hier verschieben. Okay, dann habe ich hier drin eine neue Rippe und jetzt ändere ich in der Rippe einfach die Form. Dann habe ich das hier. Das alte Pulse-Frame lösche ich mal raus. Ich blende jetzt mal die Sketche hier drin aus. Und hier auch. Dann habe ich das ganze Ding jetzt so. Und könnte jetzt wieder hergehen und könnte sagen, ich möchte erstmal das Gerüst sehen. Das
wäre also dieses Frame. Sieht jetzt so aus. Und ich könnte genauso gut hergehen und könnte sagen, ich möchte jetzt, ich wähle mal hier aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und mache dort draus die Fläche. So, die sieht so aus. Und ändern wir mal die Transparenz. Oder wir können jetzt einfach hergehen und können hier drin so eine Kurve wieder verändern. Also wenn ich hergehe und ich so, ich möchte das jetzt gern flacher haben und ich möchte das reinziehen, dann ändert sich dieses Gitter automatisch mit. Das Erzeugen der Fläche, das wir jetzt hier haben, das ist momentan noch nicht parametrisch. Das ist auch jetzt kein großer Schritt. Das heißt, ich muss einfach hergehen. Muss sagen, ich wähle nochmal meine Rippen alle einzeln aus. Und erzeuge eine neue Fläche draus. So. Da sehen wir also hier die Unterschiede zwischen diesen Flächen. Und wie gesagt, jetzt ist diese ganze Fläche, die ist jetzt wirklich schön glatt, schön eben. Falls die Anzahl der Pole nicht ausreichen, müssen neue Pole hinzugesetzt werden. Was man auch sieht, ist, dass ich zum Beispiel hier habe ich 19 Pole und bei der letzten, bei der Spitze hier vorne dran, habe ich eigentlich nur vier Ecken und da ist es so, dass es hier ein Attribut gibt, extra Knoten. Hier werden nochmal drei dazugesetzt, das heißt, ich habe dann insgesamt 7 kontrollierbare Punkte, genau wie hier hinten. Da habe ich auch 7 und dann passt diese Konfiguration zusammen. Wenn ich diese extra Knoten ändere, verlaufen gewisse Linien, gewisse Spuren anders auf dem Schuh, und da ist die Kunst rauszufinden, was sind da elegante Wege.